Und damit darf ich auch schon unseren ersten Impuls ankündigen, nämlich Herr Dr. Ilja Nickelt, Chief Data Scientist und Leiter des Datenlabors des BMZ, wird einige Schlaglichter aus der Arbeit des Datenlabors und aktueller Projekte vorstellen. Herr Dr. Nickelt, wir freuen uns schon. Ja, vielen Dank und guten Morgen. Wir sind gerade bei einem Team-Meeting hier in Berlin versammelt und ich erzähle gerade sozusagen live aus unserem Besprechungsraum hier. Wir haben den hübschesten Raum, glaube ich, im ganzen Ministerium heute bekommen, unser eingerichtetes Digitallabor. Und anders als das Digitallabor hoffen wir natürlich genauso, dass die Datenlabore eben nicht bei einem Raum bleiben, sondern tatsächlich so eine Institution werden, die Arbeit verändern kann. Und ich wollte Ihnen ein bisschen vorstellen, ich glaube, das war mein Auftrag, was wir so gemacht haben, die erste Zeit, wie wir was wir für Erfahrungen gesammelt haben und was wir im Großen und Ganzen eben an Produkten, um die Transparenz etwas zu erhöhen, also an Produkten auch Ergebnissen auch dargestellt haben. Das ist tatsächlich etwas kompliziert, weil ja letzten Endes die Arbeit innerhalb eines Ministeriums auch einer gewissen Vertraulichkeit unterliegt. Beim BMZ ist es nicht ganz so schlimm. Wir sind sehr transparent und reden sehr viel über unsere Arbeit, aber letzten Endes ist das zu berücksichtigen, wenn man in die Prozesse der Politikgestaltung eingreift, hat das natürlich eine gewisse Vertraulichkeitsanforderung. So, die Datenlabore oder das Datenlabor im BMZ ist jetzt 583,3819 Tage alt und dieses Jubiläum möchte ich natürlich auch gerne hier feiern. Ich habe das mal ausgerechnet, das heißt, wir sind in der Tat sehr jung. Wir sind jetzt 1,5 Jahre, wenn man das nachrechnen will, gut 1,5 Jahre alt. Und die Phasen werde ich gleich nochmal erzählen. Das ist tatsächlich für eine Institution innerhalb einer relativ etablierten Organisation wie einem Ministerium doch eine junge Zeit. Und wir werden gesponsert von der Europäischen Union, was ich auf der einen Seite auch angehalten bin, jedes Mal auch zu erwähnen, im Programm Next Generation EU, aber auch sehr gerne tue, weil das ist tatsächlich auch eine dieser Besonderheiten, auf die wir dann zu sprechen kommen werden. Oder Sie dann wahrscheinlich in der Diskussion, weil ich Sie dann irgendwann verlassen muss, oder hoffentlich, die das sehr interessant gemacht haben. Es war auch ein absolutes Novum, dass wir Geld aus der EU in die Ministerien tragen. Und das hat sich natürlich jetzt in den letzten Monaten besonders gezeigt, da unsere Finanzierung weiterlief bisher, soweit sie aus der Europäischen Union kommt. Die Frage, wie es dann weitergeht, die ist ja schon gestellt worden. So, wie sehen wir uns als Datenlabor? Wie würde ich das beschreiben, zumindest für uns als Datenlabor BMZ? Da haben wir diesen riesigen Tanker des Bundes. Alle Bilder sind übrigens natürlich generiert. Und hier unten haben wir so ein kleines Schnellboot. Das sind die Datenlabore, die dann davor hin und her fahren und versuchen, also den Weg zu scouten und die besten Lösungen, die besten Applikationen für die Zukunft, für das Steuern dieses Riesentankers zu finden. Denn der lässt sich kaum steuern und fährt eigentlich immer geradeaus. Das ist sozusagen die Eigensicht. Wie werden wir wahrgenommen? Am Anfang hatte ich das Gefühl, war es ein bisschen so, dass man nicht so viel mit uns anfangen konnte. Aber es hat sich dann geändert. Und ich glaube, aus diesem Sandkasten ist tatsächlich irgendwo auch eine funktionale Einheit geworden. Auf jeden Fall im BMZ, die tatsächlich unterstützt. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine sehr subjektive Selbstwahrnehmung, zumindest die von Daley, nachdem ich ihm gesagt habe, was ich mir wünschen würde, wie wir wahrgenommen werden. Aber tatsächlich, glaube ich, sind wir mittlerweile etabliert als eine, zumindest im BMZ, als eine Unit, die regelmäßig mal angefragt wird, bei der kleinere Aufträge abgegeben werden und die bestimmte Kompetenzfelder hat, die tatsächlich vorher nicht vorhanden waren. Wenn ich zurückblicken soll auf die ersten 1,5 Jahre, dann würde ich sagen, haben wir uns in ungefähr drei Phasen entwickelt. Das erste war so eine Orientierungsphase, das erste halbe Jahr, also jede Phase würde ich so in etwa auf ein halbes Jahr setzen. Und dort haben wir im Wesentlichen tatsächlich erstmal feststellen müssen, was wir wollen, wer wir sind, was wir wollen. Wir mussten das natürlich auch aufbauen. Bei uns ging es im August 2022 los. Dann haben wir diese Positionierung praktisch erreichen können, dass wir gesagt haben, okay, wir haben bestimmte Zielmöglichkeiten. Welche wählen wir? Wo wollen wir eigentlich hin? Welche von diesen Möglichkeiten wollen wir aussuchen? Und sind jetzt, denke ich, in einer Gestaltungsphase, die hoffentlich noch möglichst lang an dauert und auch in Produkte dann mündet. Vielleicht ein bisschen mehr im Detail. Beim Aufbau war vor allen Dingen die Frage, die gar nicht so trivial ist, was sind denn die Daten, mit denen wir arbeiten wollen? Es gibt sehr viele Daten, so auf dieser Welt sowieso, und während wir reden, werden es ständig mehr. In den Ministerien oder auch in den verschiedenen Teilen der öffentlichen Verwaltung gibt es natürlich auch sehr viele Daten. Viele davon werden schon auch sehr kompetent bearbeitet. Und tatsächlich ist die große Frage,
immer gewesen, wo ist der Sinn dieser Datenlabore am besten? Ja, wo sind die Daten, die großes Potenzial bieten, aber noch nicht benutzt werden? Und dann natürlich, bekommt man diese Daten oder die Ergebnisse, die Visualisierung aus diesen Daten dann in den Entscheidungsprozess? Weiterhin natürlich die Fragen Mission, Auftrag. Wir mussten also auch erst verstehen, was eigentlich unser Auftrag der Europäischen Union war. Auch das ist tatsächlich ja immer noch zu diskutieren und auch zu erklären. Die Europäische Union, glaube ich, hatte in diesem ARF, in der Aufbau- und Resilienzfazilität, tatsächlich wirklich die Intention, diese Datenlabore permanent zu verankern und dafür auch die Finanzierung gesehen. Und auch das ist zu kommunizieren. Also die Position ist, wie gesagt, wirkliches Novum in so einer Behörde auch. In jeder Behörde, glaube ich, erstmal darzustellen. Und natürlich haben wir ganz am Anfang erstmal die anderen Datenlabore kennengelernt, die sich genauso aufgebaut haben und auch weiterentwickelt haben. Das hat viel Spaß gemacht und war auch sehr erfolgreich. Ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was diese technische Zusammenarbeit, dass die Datenlabore ganz, ganz stark auszeichnen. So, in der Positionierungsphase ging es also um die Frage, wir fangen an zu entwickeln, wir nutzen unsere erste Infrastruktur. Bei uns war das ganz klar die Cloud. Wir sind relativ. Wir haben also die Entscheidung getroffen, mit Open Data in der Cloud zu arbeiten, mit wenig Hürden und hoher Geschwindigkeit. Wir haben unsere ersten Applikationen entwickelt, die übrigens nicht unbedingt in der Cloud, sondern die dann auch on-premises wieder laufen. Kooperationen sind wir eingegangen, haben unsere Kompetenzen selber gesteigert und aber vor allen Dingen auch angefangen, die Kompetenzen in die Bundesverwaltung zu tragen. Und dann kam natürlich 2023 das erste Jahr der starken KI oder Sprachmodelle. Ich würde sie vielleicht noch nicht ganz stark nennen, aber so einer mittelstarken KI. Das uns auch nochmal eine Repositionierung eingebracht hat, denn wir haben das natürlich, oder wir haben es sehr intensiv aufgenommen und als neues Ziel gleich verfolgt. Wir haben immer noch keine fertigen Applikationen, da muss ich auch immer darauf hinweisen, im BMZ, die im Einsatz sind, aber wir haben doch sehr interessante Erfahrungen zumindest schon mal sammeln können. Und ich glaube, das zeigt auch den Wert der Datenlabore, dass wir eine Unit haben, die in der Lage ist, sowas in wenigen Monaten zu erarbeiten und sofort herauszufinden, welche Anwendungen davon sinnvoll sind, wo man in welche Richtung man gehen sollte. Und in der Gestaltungsphase, die ich seit ungefähr letztem Sommer sehen würde, bauen wir jetzt unsere Erfahrungen tatsächlich aus. Das heißt, wir spezialisieren uns. Wir haben jetzt zum Beispiel den Fokus genommen, Retrieval Augmented Generation zu untersuchen für den Einsatz in der Bundesverwaltung. Das ist eine besondere Kombination von KI mit Suchmaschinen. Wir bauen unsere Infrastruktur aus. Wir versuchen diese Infrastruktur zu kombinieren mit anderen Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, natürlich auch den anderen Datenlaboren. Und wir jetzt im BMZ haben also auch inhaltliche Arbeit begonnen, die internationale Datenpolitik in den Fokus gerückt, die im internationalen Kontext der Entwicklungszusammenarbeit eine große Rolle spielt. Aber da gehe ich jetzt nicht so detailliert drauf ein. Schon gar nicht in den 10 Minuten, die ich glaube ich schon überschritten habe. Und natürlich weiterhin KI. Wir bauen, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, jetzt KI aus. So ein bisschen so aus dem Labortisch. Hier sind so ein paar Applikationen. Das war noch so mit das erste halbe Jahr. Da unten rechts sehen Sie auch so, also es gibt noch viel mehr. Ich habe jetzt nur so ein paar rausgezogen. Da unten rechts sehen Sie auch unsere Kompetenzkurse. Wir hatten also wirklich Tausende von Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Kursen, die wir einfach offen innerhalb der Bundesverwaltung anbieten, die sehr gut nachgefragt sind zu den Themen Datenkompetenz KI. Das funktioniert und der Bedarf, muss ich sagen, ist wirklich da. Wir haben also jedes Mal so 200 etwa Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei so einem Kurs, machen die regelmäßig, monatlich etwa. Und das läuft sehr gut. Und insofern denke ich, erfüllen wir auch unsere Aufgabe und unseren Auftrag da. Was sind so die Herausforderungen? Ich habe es extra Probleme benannt. Wie schon gesagt, Datenstrategie und ARF, das ist nicht leicht zu vermitteln. Wir haben eine weitere Bürokratieebene da mit dieser europäischen Bürokratie, die noch gar nicht so schlimm für uns aktiv geworden ist. Aber die Kombination von externer und extrinsischer Beauftragung ist eine Herausforderung. Der Aufwand für regelkonformes Arbeiten in einer Behörde ist sehr groß geworden. Das bedeutet, wenn man 1,5 Jahre hat, ist es kaum möglich, tatsächlich sinnvoll Geld auszugeben. Es gibt sehr dermaßen viele Regularien, die einen einschränken darin, Investitionen zu betreiben in größerem Umfang, dass man dafür mindestens ein Jahr braucht und auch die entsprechende Kompetenz. Also es geht nicht so einfach, dass man das Geld, das man hat, investiert. Ja, das ist ja, wenn Sie den ARF lesen, das ist für die Investition gedacht. Also unsere große Aufgabe ist es, das Geld, mit dem wir ausgestattet sind, für Datenkompetenz und datengetriebenes Politikentscheiden zu investieren. Und das ist nicht einfach. The purpose of a system is what it does. Das ist so ein etwas provokanter Ansatz aus der Systemtheorie hier. Die Frage ist tatsächlich, dass die Bundesverwaltung aus meiner Sicht sehr stark auf Stabilisierung, Stabilität ausgelegt ist, was ja auch sinnvoll und gut ist.
Aber was natürlich für eine Innovationseinheit also sehr viel Arbeit bedeutet, um diesen großen Tanker, den ich schon gezeigt hatte, zu bewegen. Infrastruktur kann man nicht wirklich anfassen, man kann sie nur sehr schwer begreiflich machen, man kann den Wert nur sehr schwer vermitteln. Das ist so ein Klassiker aus der Informationstechnik. Prototypen sind kein Betrieb, wir bauen also ein Zoo auf von schönen Anwendungen, aber die Betriebsfähigkeit ist nochmal um Faktor 10 teurer und länger, langfristiger. Das sind so die großen Hürden, die wir im Moment sehen. Wir haben aber auch ganz viele Erfolge. Im BMZ haben wir festgestellt, wir werden definitiv gebraucht, wir werden ernst genommen mittlerweile, wir werden gefragt und wir werden eingebunden auf allen Ebenen. Wir vermitteln die Kompetenz erfolgreich. Wir haben gezeigt, dass wir die Technologie nutzen können, dass wir ganz schnell auch Lösungen innerhalb von Stunden Lösungen liefern können, wenn es nötig ist. Das war vorher nicht möglich. Wenn es jetzt eine Anfrage gibt, wir brauchen jetzt mal eine Karte über das und das, dann können wir das liefern innerhalb von derselben oder am selben Tag, an dem die Frage gestellt ist. Und tatsächlich hat sich an verschiedenen Stellen gezeigt, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, dass wir die Diskussion und die Politikgestaltung bereits beginnen zu verändern. Also ich würde die Datenlabore trotz der kurzen Zeit definitiv als Erfolg sehen, insgesamt. Da hat sich was getan auch, und ich bin jetzt 10 Jahre im BMZ und habe vorher auch schon in der IT des Bundes weitergearbeitet. Und das verändert sich, aus meiner Sicht. Ja, genau. Und nur zurückzukommen zu diesem kleinen Bild. Wir können also, glaube ich, klar machen, dass wir mit unserer agilen Mentalität rasch und lösungsorientiert vorgehen. Diese Sandkastenkonzeption funktioniert und erweitert das Profil der Leistungsfähigkeit. Das heißt also, dass man, wie gesagt, schnell etwas machen kann. Die ressortübergreifende Zusammenarbeit ist ein echter Bonus. Und da sind wir sehr gut dabei. Wir treffen uns wirklich wöchentlich zu Gesprächen verschiedenster Art. Und wir kosten immerhin noch nichts. Das wird sich bei der Verstetigung dann vielleicht ändern, aber bisher sind wir ja ein Pluspunkt für die ganze Bundesregierung. Die Bedeutung der Technologie ist in der Zwischenzeit mit KI, also wenn man sich den Wertzuwachs von Tech-Firmen und so weiter ansieht, glaube ich, ist, ich nehme das immer als Argument, um zu sagen, warum machen wir noch Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen? Also warum müssen wir noch niederschreiben, dass das, was wir tun, wirtschaftlich sein soll? Das ist natürlich gerade ein Hype, alles klar, aber die Bedeutung der Technologie ist, glaube ich, brauchen wir hier nicht zu diskutieren, wie die außerhalb der Verwaltung wächst und gesehen wird international. Gut, soweit der kleine Blick in die Glaskugel. Ich sollte ja auch nur 10 Minuten, Viertelstunde reden. Es ist so, dass wir natürlich auch viele Prototypen noch im Einsatz haben. Ich habe deswegen diesmal jetzt hier keine von unseren KI-Anwendungen gezeigt. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben die im betrieblichen Einsatz. Läuft der Entscheidungsprozess noch? Sondern habe mich eben fokussiert auf unsere Learnings aus den ersten 1,5 Jahren und würde mich wirklich gerne beteiligen an dem, was Sie jetzt zeigen, und bin auch sehr gespannt auf die Studie. Aber vielleicht, wenn die Möglichkeit noch ist, kann ich noch ein paar Fragen beantworten. Ich müsste dann so in 10 Minuten etwa raus, ne? Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Präsentation und diese Einblicke. Da sind wir ja sehr froh, dass Sie noch ein paar Minuten erübrigen können. Haben wir denn schon Fragen im Chat vielleicht direkt an unseren Diskutanten? Ja, ansonsten höre ich noch ein bisschen zu. Also ich bin auch nicht. Genau, wir haben jetzt eine Frage aus dem Chat, wie man die von Ihnen erwähnten Fort- und Infoveranstaltungen findet. Von der Partnerschaft Deutschland GmbH. Ja, dazu kann ich sagen, wir beraten keine Berater, sondern wir machen das tatsächlich, wir geben das tatsächlich intern innerhalb der Verwaltung weiter, ne? Wir benutzen dazu tatsächlich Datenlabore als Kanal, verteilen über die Datenlabore. Da kann jedes Ressort dann selber entscheiden, in welcher Form sie das im Haus weitergeben möchten. Das heißt, wir haben eine wirklich sehr bunte Mischung bei diesen Weiterbildungen, aber wir geben es nicht öffentlich bekannt, ne? Das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, vertraulich oder sonst wie die Kurse, aber die sind gedacht für die Verwaltung. Super, jetzt haben So, Sie genau oh. noch mehr Fragen. Sie sehen Sie selbst. Ja, das ist eine sehr, sehr politische Frage. Moment, ich muss mal zumindest die letzte hier, ich muss gerne mal sehen. Guck mal die ganzen. Vielleicht erst gibt es Pläne für die Finanzierung der Verstetigung. Feste Pläne gibt es nicht. Wir diskutieren das und ich glaube, wir haben, wie gesagt, unseren Wert gezeigt, aber es gibt keine Beschlüsse und auch noch keinen Ablauf dazu. Wir warten jetzt erstmal die Diskussion noch ab. Ich glaube, das BMZ ist, so wie ich das Haus sehe, ist sehr daran interessiert, aber ich werde jetzt keine Entscheidung vorgreifen können, zumal ich ja selber betroffen bin.
Und dann war die Frage nach der Herausforderung, Bestätigung im Betrieb. Naja, das ist natürlich vor allen Dingen eine Frage der Data Governance für uns. Das heißt, die Frage der Vertraulichkeit der Daten. Wenn Sie vertrauliche Daten bearbeiten, müssen Sie die mit größerem Schutzbedarf sehen. Und ich persönlich gehe immer davon aus, dass wir einen Faktor 5 bis 10 haben für jede Ebene von Schutzbedarf, also von hohem Schutzbedarf zu sehr hohem Schutzbedarf. Das bedeutet, dass Sie schnell mal bei einem Zeit- und Kostenfaktor von 50 landen, wenn Sie VSNFD-Daten irgendwie verarbeiten wollen. Ja? Das bedeutet also, statt einem Tag, wo die technische Lösung fertig sein kann, brauchen Sie so konservativ eigentlich 50 Tage, um dieselbe Applikation in einer sicheren Umgebung darzustellen. Das kostet 50 mal so viel. Deswegen sind wir den Weg mit Open Data gegangen. Genau, und Sie haben natürlich mit dem BSI-Grundschutz da ganz große Kataloge, Anforderungskataloge, die Sie abarbeiten müssen. Und wie stark wird, welche gesetzlichen Veränderungen es braucht, um Daten besser benutzen zu können. Ich würde sagen, die Diskussion hat begonnen, aber das ist ja im Wesentlichen eine juristische Debatte. Als Techniker sind wir, greifen wir jetzt, na, eingreifen ist falsch, aber tragen wir zur Diskussion bei, indem wir die technische Perspektive einbringen. Ich würde uns nicht unbedingt als Techniker sehen, aber wie soll man sagen, Vermittler zwischen den Welten. Ich glaube, dass diese Diskussion noch eine Weile dauern wird. Aber wir sind, also von der KI-Perspektive gibt es natürlich fundamentale Fragen, kann man schon sagen, weil künstliche Intelligenz schlichtweg nicht planbar ist. Es ist keine gecodete IT wie die klassische IT, sondern es ist eine neue Form, bei der man nicht weiß, was am Ende die KI analysiert, was sie rauszieht aus den Datenpools und wie sie das dann darstellt. Und diese Nichtplanbarkeit ist natürlich ein großes Problem für die verschiedenen gesetzlichen Vorgaben. Also um damit anzufangen, ist sozusagen philosophischer Grundlage, die problematisch ist. Und da wird sicherlich sehr viel nötig sein, wenn wir künstliche Intelligenz verantwortungsvoll nutzen wollen. Man muss halt praktisch umdenken. Man muss umdenken in Richtung auf Prüfungen für KI, dass man sagt, also die KI vertrauensvoll entwickelt und dann sagt, dass sie bestimmte Testphasen durchlaufen hat und daher auch tatsächlich hochwertige Antworten liefert. Ne? Man kann aber nicht mehr exakt vorhersagen, wie eine KI arbeiten wird. Insbesondere, wenn sie selber codet, das ist jetzt schon absehbar. So, genau, ich glaube, ich bin durch und ich wollte ja auch noch nicht Ihre ganze Diskussion vorwegnehmen. Insofern würde ich jetzt mal aufhören und weiter zuhören, wenn es recht ist. Danke. Ja, wir danken trotzdem ganz herzlich, dass Sie sich trotz Ihres vollen Terminkalenders die Zeit genommen haben, heute die Arbeit vorzustellen und auch ein paar Fragen zu beantworten. Ja, sehr gerne. Und ja, Sie hatten es ja schon angesprochen, es geht auch um den andere Datenlabore kennenzulernen und das wollen wir jetzt machen, denn muss ich einmal zu Englisch switchen. In our next presentation we will broaden our perspective and receive international input from the Data Lab of Scotland. And I am delighted to introduce Mark Wilkinson, Director of Partnerships and Business Development at the Data Lab Innovation Center, who will share some insights on their projects and activities. Mr. Wilkinson, thank you for being with us today. Danke, guten Morgen. That's the limit of my German, so I won't embarrass myself anymore with that. So wonderful to be invited along today. Good to see everyone. So yeah, for a very quick session today, just to give you a feel for what we do in Scotland with the Data Lab. If you see any value in following up with us afterwards and maybe doing in a little bit more detail, more than happy to support. And we're always keen to engage with international partners and form collaborations or alliances. So just let me know. So yes, the Data Lab is actually 10 years old this year. Our vision for the next 10 years is to make Scotland the world's most impactful data community. And that will be working with both Scottish partners and international partners. That's the premise. We are hosted by the University of Edinburgh, but we work with all of Scotland's universities. Next slide, please. I won't go through all these figures here, but hopefully it will give you a feel for the impact that we've created over the last few years. A lot of what we do is to connect together different stakeholders in the data community. So the principle there is that we are connecting together data science talent across all of Scotland's universities with industry. And when I say industry, I mean public sector and private sector. And the principle there is to connect together these different groups to drive innovation for economic benefit for Scotland, but also for society's benefit as well. And
Part of that is we have a wide range of services we do, whether it's supporting academic students who are postgraduate master's students in data science and helping get them industry ready, or whether it's upskilling and reskilling existing workers in small and medium enterprises, or whether it's connecting together those that are looking for jobs with those that have jobs. So we do a lot of that both with private and public sector. We work with both the Scottish government and the UK government. Next slide, please. So yeah, this is the principle. Effectively, we act as that connective tissue or that catalyst between all these different stakeholder groups. So whether they are newly graduating data students or they are experienced data professionals, and we connect them in with businesses, public sector, and we also have a key focus on social enterprise. So really working with organizations that help underrepresented groups, whether that be on a gender diversity basis, a race diversity, or neurodiversity basis. So we help them connect with organizations and help organizations increase their representation in the workforce in these areas. Next slide, please. This slide really is to give you a feel for a couple of the initiatives we've launched in the last 3 years on the back of lockdown and how that helps us drive that community connection approach. So on the right-hand side there, you see our Data Lab community. So that is our online community where we engage directly with individuals who are interested in data. We have over 4,500 members at the moment, and our greatest month for engagement was in January this year. So not only are we increasing the numbers, but we're increasing the activity and the engagement with that community. We have over 70 countries represented. So as you would expect, the majority of the members are based in Scotland or UK, but we have a global reach with that community, which is great. We have effectively what we do is we build a framework with monthly themes. So one month it might be a theme on productivity, another month it might be AI in financial services. And what we do is we create some events around those themes. So we'll have panel discussions, fireside chats, podcasts, blogs, and we invite those in the community to get involved. But what we see beyond that, where we see the real value, is where the community engage with each other without us having to be in the middle. So we create that gravitational pull. And then when the community comes together, they start engaging directly with each other. So that might be through, we have a mentoring program on the community. So mentors and mentees can connect together. We have a jobs board. So, for example, Scottish Government put any jobs they have on that board for the community. So we also see those that they're starting their data journey, maybe asking for guidance from those who are more experienced. So it really starts to pull out a true value within the community itself. So that's the Data Lab community. If you're interested in having a further look at it, there's a QR code on the screen there that takes you through to the registration page. Registration is free. So I invite you to connect in and you can have a look at how we do things and see whether it's something you'd like to be a part of as well. And on the left-hand side of the screen there, you can see our partner program. Now, this is how we engage with organizations rather than individuals. So this is slightly younger. So the Data Lab community was launched in 2021. The partner program was launched in about 18 months ago, in fact. So you'll see we have a couple of household names there. We have Lloyds Banking Group, who are the largest retail lender in the UK. We have Accenture, who you'll be familiar with, Scottish Government, and many other both global and Scottish organizations in there. Part of the mix in that partner program, it is a commercial model for us, so it helps us be commercially self-sustainable. But we also have partners in there who are more strategic ecosystem partners. So where we have other publicly funded organizations that are there to drive economic growth, whether that be people like you'll see NMIS down the bottom there, that's our National Manufacturing Institute of Scotland, or the National Robotarium, which is the UK's National Robotarium. We work jointly with these organizations on areas of joint focus so that the impact we create with our audience is leveraged and optimized. And next slide, please. So when I look at how we work directly with government, hopefully this is of interest. We are working in partnership with Scottish Government
to create what is the Scottish AI Alliance, which sits within the Data Lab. So this is a 50-50 partnership with the government. And what we did there is we created Scotland's AI strategy. And it's about the implementation of that. It's about promoting and driving a ethical, inclusive approach to AI adoption in Scotland and beyond. And it's also about bringing the public with us on that journey and helping the public understand the benefits of AI, especially in healthcare, beyond the headlines they see in the media, which are maybe tend to be a little bit more negative. So it's a really positive engagement with government, and we work closely together on that. Next slide, please. Also for Scottish government, especially, we work on, so the students that we sponsor, the master's students, so these are postgraduate data science students. We sponsor them, we pay their fees, but we also help them get industry ready. And part of that is offering them the opportunity to work in a with an industry partner, whether it's government or public sector, for 3 months during the summer to get some industry experience. So the government in Scotland takes advantage of that. So we usually have several students come from that program who work with the government over the summer. We've also just engaged with the UK Cabinet Office, who are looking to do the same thing this year. Next slide, please. Additionally, we create events to connect together those looking for work with those who have jobs to offer. So in actual fact, our data talent event is in a few days' time, less than a week's time, on the 12th of March in Glasgow at the Glasgow Science Centre. So what we do is we bring together organisations who actively are looking to recruit people with both students and more experienced data professionals in the same room. And you'll see we do some workshops there as well. And I've just pulled out one workshop that Scottish Government are putting on, where they are profiling the benefits of working within Scottish Government in data science, and talking about some of the exciting projects that they do to attract talent into government. Next slide, please. Additionally, we have a large conference event every year. You'll see some of the detail there of some of the topics we cover, but it's a really broad ranging agenda on there. Again, closely supported by government. We had the Deputy First Minister for Scotland on stage talking with our CEO about the future of data science and innovation in Scotland. We had a couple of members of the Scottish Parliament visit us as well. It's a really diverse agenda, and what we find is that helps us really attract in the audience. So my background is 25 years in industry with data and analytic global businesses. I've been to many, many data conferences. I'm sure some of you have as well. They tend to be either people selling something up on stage with buyers in the audience, or they tend to be highly technical. Now, that's not what this conference is. This is different. So the agenda, we tend to make sure diversity is really represented and promoted. So I think last year, 60% of our speakers and panelists were female. We also had the AI advisor to the Vatican and to the Pope. Now, I wasn't aware the Pope needed an AI advisor, but apparently so. So they were present as well. We talked about space industry. We talked about the future of AI and the ethics of it all. So it was a really exciting event that drew in a very diverse audience from across public sector, private sector, and our academic institutions as well. Next slide, please. And lastly, one of the other things we do with government is we help upskilling and reskilling the current government employees. So the training we do is not technical. It's aimed at leaders, and it basically helps leaders understand how they can adopt modern data strategy approaches, how they can start to pull together teams and upskill and reskill their internal employees to join those teams, and then how they can get to a point where they have the confidence to then drive innovation and value from AI itself. So that is something that's adopted strongly within Scottish Government, and we're talking to UK Government about just now. Next slide, please. So really, that's a very fast whistle-stop tour of the Data Lab, who we are.
Just a little bit on our funding to give you a bit of background. We were part of a group of innovation centers that were originally started, like I say, 10 years ago. Our funding model was that we had funding for 5 years at a time. So we're coming to the end of our second 5-year tranche of funding. 12 months ago, we were asked by the Scottish Government to put forward a 10-year business case. So they decided that that pilot program had been successful, and they wanted us to put forward a more a broader and deeper business case to become a permanent part of the innovation infrastructure within Scotland. So we have successfully secured that funding for the next 10 years now, and we look forward to building on that through additional funding, through consortia bids, through our self-sustainable commercial model, and moving forward and growing our impact on our community. And that's both at a national and an international level. So again, I would invite you to reach out to us. If there's anything we can do to support, we'll be more than happy to do that. So thank you for your time today. Appreciate it. Thank you for your presentation. I think it's very interesting that when you first look at it, you have the impression that you took a very different approach from the German data labs, but then you also see there are some similarities and skills seem to be at the center of everything, and everything derives from there. I think that's very interesting, and many things I think for the discussion later on, and things we can maybe learn from your experience 10 years compared to what we have, not even 600 days. Okay, I think maybe we can have one or two questions, if there are any in the chat. Ich möchte auch nochmal anregen, ich denke, Sie können Ihre Fragen auch sicherlich auf Deutsch stellen und Luise oder ich würden die dann übersetzen. Also keine Scheu. Super. Aus dem Chat haben wir jetzt bereits eine Frage. We have one question from the chat that is, could you elaborate how you work with public sector bodies? Do you support the Scottish government in the daily business creating data products? Yeah, so we don't create data products so much. We have several ways we can work with the Scottish government. So, like I say, we do helping establish policy and guidance on AI strategy was a big one through the AI Alliance. We help them. A lot of the Scottish government data workers are statisticians, so they are traditional statisticians rather than data scientists. So we help them take that journey into a more modern data world, using open source data and all that sort of thing. But we wouldn't practically work on databases or data management as such with the Scottish government. We don't hold data ourselves. What we do is, to the point Nicole talked about there, it's more about skills focus, it's more about policy. And connecting talent with government as well is a key one for us, whether that be through that placement program, that master's placement program, or actually full-time roles. So the master's placement program is an interesting one in respect of 50% of our students that are put into industrial placements get offered full-time roles on the back of it, because it's a really good way of accessing that talent early before it hits the general market, seeing how it fits into your culture, and then it's a try before you buy, as we would say. So yeah, that's how we would support more. We do have a small data science team in-house that works on particular innovative projects, but to be honest, we tend to find those originate more from private sector and academia rather than public sector. What I would say beyond Scottish Government as well is we work with our National Health Service separately, so that's our healthcare, hospital, and social care organization. So we do quite a lot with them as well, and in actual fact, that's really from a public sector perspective where we do innovation. So we've been part of consortia, innovative pieces of work, such as we worked closely with NHS and with University of Aberdeen a couple of years ago on what we call PillCam, or colon capsule, it's also known as. So this is where, for bowel cancer, rather than going in for an endoscopy, which is invasive, you have to queue for, it includes specialist and hospital time, you can be, as a patient, you can be posted out a small pill with a camera in it, which you swallow. It takes pictures as it goes through your system. There's a reader that collects those images, and they are then viewed by a specialist. That initial piece of
Innovation was awarded a further 6 million euros from European funding to then look at the next pinch point in that process, which is the specialist viewing hundreds of images. So we're now applying AI to those images to then cut down that speed. So if you think about all the waiting times for cancer treatment off the back of lockdown, this is really helping to address aggressively those queues for bowel cancer. Thank you so much, Thank Mark. We you. have We have one two more other. questions, right? Can we still have, do we have time for two more questions? Exactly. Let's take this one that is very relevant maybe for everyone, for us. How do you design the skills program? How did you find out which skills are needed within the government teams? So that's interesting. So we didn't design specifically for government. So the courses that the government have adopted are courses that we created for private sector. So they were created not by academics, but by a consultant who had worked in financial services and knew specifically how to relate the training to those practitioners who are working on data in that industry environment. But what we've found is that it is just as relevant for government. And what we have at the moment is a self-serve model. So these courses are like 4 weeks, 3 hours a week. They're really easy to consume. You can do them in blocks of three courses to create a personal development pathway for your employees. So they are self-serve model, or you can do a facilitated model where once a week through those 4 weeks, they have an opportunity for 2 hours to connect with a facilitator who can talk them through any problems they have. And we can then take it on to the next level where a particular department, if they see a value in it, we can do a workshop with them for half a day to talk them through how to then apply practically what they've learned on those courses and to come out with a list of next steps and actions that they can take away and work on. And then the final stage of that is we also run a data leaders program where we take that learning and we engage very closely for a couple of days a month for 4 months with a wide variety of leaders on that program. And they get to bring live world problems to the table to discuss as a cohort, and we introduce them to other more experienced data leaders. So there's various levels that you can provide support on to suit the audience. But like I say, we didn't need to do anything specifically for government. It is industry relevant content. Again, thank you very much. And as you said, whoever's interested in more exchange can just reach out to the data lab. Thank you. You're very welcome. Take care. You too, thanks. Okay, dann switche ich auch mal wieder auf Deutsch. Nach dieser interessanten nationalen und internationalen Perspektiven wird jetzt nämlich Luise Ruge vom Think und Do Tank Neuland 21 einige Ergebnisse aus der aktuellen Untersuchung der Datenlabore des Bundes präsentieren. Aus der Studie, die im Juni erscheinen wird und die ich eingangs schon erwähnt hatte. Luise, wir sind schon sehr gespannt. Ja, vielen Dank, Nicole. Ich habe heute die Freude, einige Thesen vorab zur Diskussion zu stellen, die als Zwischenergebnisse der Studie angesehen werden können. Genau, und diese Studie wurde verfasst auf Grundlage von Interviews mit den Leiterinnen und Leitern der Datenlabore und mit vereinzelten Mitarbeitern aus den Verwaltungen. Die Thesen haben den Zweck, die Diskussion hier anzuregen, die der Panelisten, aber selbstverständlich wollen wir die auch gemeinsam im Gespräch mit Ihnen schärfen und gern auch abändern. All dem sei vorangestellt, dass die Etablierung der Datenlabore natürlich eine Herkulesaufgabe war und dass die Etablierung in allen Bundesressorts gelungen ist, zeugt natürlich von dem Gestaltungswillen, vom Fleiß und von der Vision aller Beteiligten. Und das ist auch natürlich keine Selbstverständlichkeit, dass sich die Mitarbeitenden der Datenlabore auf diese Arbeit eingelassen haben, ja, die auf befristeten Stellen stattfindet und mit einem gewissen Ausgang. Dennoch haben sich genügend Data Scientists, Engineers, IT-Fachleute, Mathematikerinnen, Ökonomen und so weiter und so fort gefunden und sich von ihren gut bezahlten Jobs verabschiedet und sich die Datenarbeit der Bundespolitik voranzutreiben. Das ist toll. Genau, in der Einführung ist es schon angeklungen, im Kontext der Datenlabore ist die Datenstrategie von 21, wo neben wesentlichen Beschlüssen der Datenpolitik die Einrichtung der Datenlabore beschlossen wurde. Der Aufbau in den einzelnen Häusern erfolgte in unterschiedlichem Tempo. Manche Datenlabore existieren seit 21, manche seit wenigen Monaten. In manchen
Häusern konnten die Ministerien auf umfassende Vorarbeiten in ihren Häusern oder in ihren nachgeordneten Behörden zurückgreifen oder eben auch auf externe Expertise. Die Zielorientierung der Datenlabore ergibt sich eben aus der Datenstrategie und da steht ganz klar im Mittelpunkt die Evidenzbasierung der Politik und der Aufbau der Datenkompetenz bei den Mitarbeitenden. Und deswegen ist die erste These auch, den Datenlaboren gelingt es, Evidenzbasierung und Kompetenzaufbau in ihren Ministerien voranzutreiben. Sie sind dafür das geeignete Policy-Instrument. Und dieses tun sie, indem sie Evidenzbasierung in Form von Datenprodukten beispielsweise arbeiten, die sie in agiler und partizipativer Weise und oft nutzerinnenorientiert vorantreiben. Das sind dann beispielsweise Sprachmodelle, die Verwaltungsmitarbeitenden zum Beispiel durch eine einfachere Auffindbarkeit die Recherchen in vielfältigen Dokumenten erlaubt oder fachliche Zuständigkeiten erleichtert. Das sind Prognosemodelle, die zum Beispiel das Eintreten bestimmter ressortspezifischer Risiken kalkulieren, das Erstellen von Dashboards, das Voranschreiten in bestimmten Politikfeldern visualisiert und so weiter und so fort. Insgesamt sind da an die 100 Anwendungsfälle bereits identifiziert und bearbeitet worden. Aber auch die Erhöhung der Datenkompetenz treiben die Datenlabore auf je ihre bestimmte Weise voran. Manche sehen es als ihren Lehrauftrag, wenn sie in den meisten Aktivitäten, die sie tun, mitdenken. Es gibt aber auch formalisierte Weiterbildungsangebote, wie wir schon gehört haben, teilweise auch die über die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung ausgeführt werden. Genau, aber auch niedrigschwelligere Angebote innerhalb der Häuser durch Handreichungen, Schritt-für-Schritt-Anleitung, Kurzvorträge, durch Ausbildung agiler Coaches in den Häusern oder Einrichtungen von Experimentier- und Lernräumen. Das sind alles Varianten, genau, mit denen die Datenkompetenz vorangetrieben wird. Aber welche Funktion erfüllen die Datenlabore mit ihren 5 bis 14 Mitarbeitenden innerhalb der Ministerien? Und das führt uns zur zweiten These. Die Datenlabore fungieren in ihren Ministerien als Katalysator und Schnittstellenmanager zwischen fachlicher, datenanalytischer, arbeitsprozessbezogener und technischer Arbeit. Und diese Arbeit findet, wie gesagt, oft partizipativ, agil und nutzerinnenzentriert statt. Die Besonderheit insgesamt möchte ich aber nun auf die Besonderheit der Einrichtung der Datenlabore zu sprechen kommen, denn kann als einmalige historische Besonderheit angesehen werden, dass gleichzeitig ein neues Element in die Bundesverwaltung eingeführt wird, in allen Ministerien gleichzeitig mit derselben finanziellen Ausstattung. Und das ist die dritte These, ein eigenes Datenlabor in jedem Ministerium ermöglicht, dass die Datenarbeit der Arbeitskultur, den technischen Standards und der Datenhoheit der Häuser gerecht werden kann. Denn die Datenlabore unterscheiden sich natürlich hinsichtlich in vielen Punkten und auf all das können die einzelnen Datenlabore eingehen. Aber nicht nur die einzelnen Daten, aber die Datenlabore wirken nicht nur nach innen, sondern auch ministeriumsübergreifend und darauf führt uns die nächste These hin. Die Datenlabore nutzen im Wesentlichen zwei Foren für den ressortübergreifenden Austausch, die interministerielle Arbeitsgruppe und das selbstorganisierte Peer-to-Peer-Netzwerk, die von allen Seiten als sehr, sehr produktiv wahrgenommen wird. Und deswegen ist die nächste These auch, dass die Datenlabore ein Beispiel für besonders intensive interministerielle Zusammenarbeit sind, die hilft, Synergien zu heben. Genau, und diese Zusammenarbeit ist zumeist von Kooperation begleitet, manchmal aber auch von Wettbewerb. Die genannten Austauschformate dienen aber nicht nur der Absprache in der Entwicklung einzelner Datenprodukte, sondern auch als Raum über infrastrukturbezogene Vorhaben zu sprechen. Und das führt uns eben zu der anderen Unterthese, dass eine verbesserte IT- und Dateninfrastruktur helfen würde, das Potenzial der Zusammenarbeit noch besser zu heben. Das Thema der Infrastrukturen ist nämlich genau auch die Kehrseite der Frage nach den einzelnen prominenten Datenprodukten. Denn ein wesentlicher Zielkonflikt oder nicht Zielkonflikt, aber ein Spannungsfeld in der Arbeit der Datenlabore besteht darin, dass sich die Datenlabore teils auf kurzfristige außenwirksame Projekte fokussieren müssen, anstatt teilweise auf langfristige, weniger sichtbare Vorhaben. Und gerade vor dem Hintergrund der Verschädigung ist dies eine Herausforderung. Weil die Datenlabore natürlich ihre Nützlichkeit sichtbar machen müssen.
Genau, deswegen heißt die nächste These auch, der Verstetigungsdruck der Datenlabore führt in vielen Fällen zu kurzfristigen sichtbaren Datenprojekten. Die längerfristigen strukturellen Fragen dadurch rücken dadurch teilweise in den Hintergrund. Die nächste These bezieht sich wieder auf die Kooperationsform der Datenlabore. Die Datenlabore pflegen insgesamt einen unterschiedlichen Umgang mit der Öffentlichkeit, mit Akteuren der Zivilgesellschaft, der Wissenschaften, der genau, und dabei kommunizieren einige Datenlabore nach außen und andere bisher noch nicht so stark. Genau, was aber natürlich auch an der Reife der einzelnen Datenlabore liegt und an der personellen Ausstattung. Deswegen ist die nächste These, die Datenlabore wirken vornehmlich in ihr eigenes Ministerium und ministeriumsübergreifend. Die Potenziale für eine stärkere Außenwirkung sind noch nicht ausgeschöpft. Mit der nun letzten These möchte ich nochmal auf die aktuelle Situation der Datenlabore zu sprechen kommen und das Offensichtliche noch einmal in Wort fassen. Nachdem die Etablierung der Datenlabore als Verwaltungsinnovation nun etabliert wurde, steht nun die Schlüsselfrage der Verstetigung im Raum. Die meisten Datenlabore können sich unter den derzeitigen Gegebenheiten nur bis zum Ende dieses Jahres planen. Andere haben durch Umwidmung von Titeln eine Perspektive sich bis 2026 geschaffen, in einzelnen Ministerien oder nachgeordneten Behörden. Es sieht aber auch anders aus. So sind aber alle Bemühungen der Datenlabore auch vor dem Hintergrund zu betrachten, dass die Fortführung der dortigen Aktivitäten keinesfalls gesichert ist. Und so ist die letzte These. Die Datenlabore sind Verwaltungsinnovationen, denen vor ihrer vollständigen Entfaltung in vielen Ministerien das Ende droht. Genau. Und nun möchte ich über Reaktion zu diesen Thesen möchte ich sozusagen an die Panelisten spielen, an Sie alle ins Publikum und hoffe, dass wir daran weiter diskutieren können und gebe nun zurück an dich, Nicole. Ja, vielen Dank, Luise. Ich denke, da gibt es diverse Anknüpfungspunkte für unsere nun anschließende Diskussion. Und ich freue mich, dass wir heute ein so vielfältig besetztes Panel haben. Ich begrüße zum einen Frederik Blaketta, Leiter des Datenlabors des Bundeskanzleramtes, Dr. Henriette Litter, Geschäftsführerin der Open Knowledge Foundation und Dr. Jens Klessmann, Geschäftsführer im Geschäftsbereichsleiter im Bereich Digital Public Services am Fraunhofer Fokus. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Moin. Hallo, freue mich dabei zu sein. Ja, wir haben es gerade schon gesehen, die Thesen decken sehr vielfältige Aspekte ab. Welcher der angesprochenen Aspekte ist denn in Ihren Augen besonders entscheidend für die erfolgreiche zukünftige Ausgestaltung der Datenlabore und warum? Frau Litter. Ich bin ja am weitesten weg, würde ich mal sagen, von den Datenlaboren und bringe wahrscheinlich eher den Außenblick mit. Also grundsätzlich teile ich ja die Einschätzung, dass das zunächst sehr sinnvoll ist, mal was auszuprobieren mit den Datenlaboren. Passiert ja ganz viel, da kommt große Dynamik rein, und das ist natürlich zunächst sehr begrüßenswert. Es ist natürlich lustig, dass wir jetzt nach so kurzer Zeit jetzt schon über die Zukunft reden, wo die Gegenwart eigentlich noch gar nicht begonnen hat und es auch total schwierig ist, jetzt schon Wirkungsziele messen zu wollen, die ja eigentlich eher im Potenzial da liegen und nicht in der Realität. Ich finde dennoch die Frage des Ob eigentlich total falsch, ne? Also die clasht natürlich super stark mit der Außenwahrnehmung, die sicherlich breit geteilt wird, dass alles mit Datenmanagement, Datenkompetenzen, datengetriebene Politik, dass das für die gesamte Gesellschaft, für Politik, für alle Sektoren immens wichtig ist. Ja, das steht ja auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es dann ein konkretes Projekt, was darauf einzahlt. Also andersrum gesprochen, müssen sich politische AkteurInnen und Entscheider doch sehr stark rechtfertigen aus meiner Sicht, wenn es die Datenlabore dann nicht mehr gäbe und müssten sagen, wo würden denn diese Tätigkeiten zukünftig stattfinden? Also vielleicht muss es nicht das Datenlabor sein, aber
die wichtigen Inhalte, ja, die hier vorangetrieben werden, die braucht es ja ohne Zweifel. Ja? Kompetenzen, Grundlagen, Infrastruktur, die Vision, wie wir anders auf politische Entwicklung blicken, wie wir evidenzbasiert arbeiten und so weiter. Das kommt ja nicht aus dem Nichts. Im Moment sind es die Datenlabore, sollte es die nicht geben. Also fällt das dann weg? Ist das dann plötzlich nicht mehr wichtig? Das ist ein bisschen die Frage. Und wie würde das dann anders funktionieren? Im idealen Fall müsste man ja dann sagen, das ist so strukturell verankert in allen Ressorts, dass das auch so läuft. Und dann brauchen wir die Datenlabore nicht. Ich glaube, dann wäre es so Mission Accomplished und dann könnten wir ein Häkchen machen. Da sind wir halt noch nicht. Und deshalb brauche es natürlich diese Strukturen, die jetzt ja den Versuch unternehmen müssen, an diesen zweierlei Fronten, was ja auch schon erwähnt wurde, tätig zu werden. Also sehr schnell sehr sichtbare Ergebnisse zu präsentieren. Andererseits aber die Kernarbeit im Hintergrund ja zu betreiben, die Infrastruktur zu bauen. Ich glaube, es hätte genutzt, also es wäre aus meiner Sicht ein wunderbares Projekt gewesen als Leuchtturmprojekt der Digitalstrategie, ja, ein Projekt, wo alle Ressorts mitmachen, wo alle Ressorts in der Umsetzung sind, was auf so vielen Dimensionen dieses neue Arbeiten interministeriell mit Daten im digitalen Bereich, mit Infrastruktur und Standardisierung, also alles bedient, was wir ja sonst in der Narrative zur digitalen Transformation immer als Wunschdenken haben. Und trotzdem findet es da ja, glaube ich, nur auf einer Seite kurz Erwähnung und wird dann nicht weiter diskutiert. Und das zeigt halt doch, dass es das Verständnis auf höchster politischer Ebene, was die wichtigen Projekte sind, die uns langfristig voranbringen, dass das noch nicht da ist. Ne? Und das finde ich schwierig. Und dass aber die Datenlabore das jetzt allein auskämpfen müssen, ist natürlich auch nicht ganz fair. Das, dazu kann Frederik sicherlich mehr sagen. Ja, jetzt haben Sie meine zweite Frage, was denn die größte Herausforderung oder das größte Hindernis für die Zukunft der Datenlabore wäre, quasi auch schon vorweggenommen. Trotzdem die gleiche Frage nochmal an Sie, Herr Klessmann. Welcher Aspekt ist denn für die Zukunft der Datenlabore besonders entscheidend und warum? Und vielleicht auch gleich damit verbunden, was sehen Sie denn als das größte Hindernis der derzeit? Vielen Dank. Von den vorgestellten Thesen würde ich sagen, dass die Mischung dieser These zu der interdisziplinären Schnittstellenfunktion und der individuellen Ausrichtung der Datenlabore je Ressort sehr wichtig ist, weil ich denke, man muss langfristig zu einem Ergebnis kommen, wo auf die einzelnen Ressortkulturen eingegangen wird und gleichzeitig viele unterschiedliche Akteure, was die Labore ja bereits super begonnen haben, mit dem Personal, was sie haben, interdisziplinär zusammenzuarbeiten und so ganz viel Know-how im Haus zusammenzubringen und das aber spezifisch jeweils für die Kultur des einzelnen Hauses. Das halte ich für langfristig sehr wichtig. Und klar, für die der große Blocker für die Zukunft als Herausforderung ist natürlich das Thema mit der Finanzierung. Genau, ich glaube, darauf werden wir im Laufe der Diskussion immer mal wieder zurückkommen. Die Verstetigung und die Finanzierung. Herr Blaketta, was sehen Sie als wichtigsten Aspekt für die Zukunft der Datenlabore? Was ist das größte Hindernis? Also ich glaube, abseits der ganzen Diskussion sozusagen um Verstetigung etc., ich glaube, es ist vor allem eine gemeinsame Infrastruktur im Moment. Also unser größtes Problem ist echt ein technisches. Und wenn man das mal ganz nüchtern sieht, dann hat das im Grunde 16 Datenlabore jeweils zwischen 3 und 9, teilweise sogar mehr Monate Zeit gekostet, sich damit zu beschäftigen. Ja. Wir haben einfach noch nicht die Lösung gefunden, mit der übergreifend alle gemeinsam zusammenarbeiten können. Und das ist insofern ein großes Dilemma manchmal auch oder ein Spagat, als dass die Zusammenarbeit, genau wie von Luise Ruge beschrieben, eigentlich sehr, sehr gut ist. Also wir haben hier eine Situation von Leuten, die
sehr, sehr, also viele kommen von außen, sind gar nicht so sehr in der Verwaltung drin. Wir mussten alle erstmal lernen, wie man eine Vorlage schreibt und wie man den Dienstweg einhält im Einzelnen. Ja, aber das haben wir jetzt alle irgendwie auch geschafft. Wobei in der Mischung ist es ja auch differenziert. Wir haben eben Ilja Nickelt gehört, der schon seit über 10 Jahren in der Verwaltung ist. Aber Tatsache ist, wir mussten uns erstmal alle damit beschäftigen, wie bauen wir eigentlich zunächst für unser Haus unseren Kram auf und können ihn irgendwie auch sauber darstellen. Wir sind auch schon sehr stark dabei, uns zu überlegen, wie machen wir das, wie stellen wir das nachhaltig auf. Also es muss ja auch jemand diese Sachen fortlaufend betreiben, die wir da jetzt erstellt haben, damit das nicht einfach so irgendwelche Applikationen sind. Und dann, jetzt, ich gehe nicht davon aus, aber stellen wir uns mal vor, wir sind dann irgendwie nicht mehr da, ja, dann ist irgendwie das letzte Aktualisierungsdatum der 1.12.2024, ja, von irgendeinem Datum, das wäre irgendwie saudoof, ja, sondern das muss ich ja irgendwie selber auch aktualisieren und jemand muss das betreiben können. Also ich glaube, Infrastruktur, gemeinsame Infrastruktur ist echt im Moment die große Freistelle. Ja, obwohl es da ja auch mehrere Projekte oder Bestrebungen in die Richtung gibt. Also wenn ich an den Proof of Concept für den Data Pool denke oder an Plain, also einiges ist da ja schon in Bewegung, aber genau, Proof of Concept, das ist halt noch nicht wirklich da, noch nicht wirklich mitweg. Ja. Und auch bei den beiden Projekten, die Sie da gerade ansprechen, nur um das kurz nicht unerwähnt zu lassen, die sind auch wieder durch die Datenlabore gestartet und initiiert worden. Ja, also so ein bisschen ist das Hilfe zur Selbsthilfe an dieser Stelle, ja. Und wir sind ja echt immer wieder angewiesen, auch auf die Unterstützung aus den jeweiligen Häusern in dem Fall. Also das Datenlabor des Auswärtigen Amtes hat da ja sehr viel Unterstützung von der IT des Auswärtigen Amtes erhalten, um das mit der Bundesdruckerei dort voranzutreiben, dieses wichtige Projekt. Beim Datenpool-POC ist es halt wirklich, also ich kann das so offen sagen, ja, bei uns ist es so, wir sind total von unserer Auftraggeberschnittstelle zum ITZ-Bund abhängig, damit diese ZIP-Box am Ende so läuft, dass sie läuft, ja. Und das ist schon echt sehr kleinteilig teilweise, ja. Aber es gelingen Dinge, aber es dauert halt, ja. Und es dauert eigentlich, es könnte eigentlich viel schneller gehen, wenn wir da freier agieren können. Ilja Nickelt hat es ja vorhin gezeigt, das BMZ setzt sehr stark auf Public-Cloud-Angebote, ja. Das kann man differenziert sehen, je nach Anwendungsfall, ne. Ich glaube, für offene Daten voll okay. Und das geht natürlich viel schneller, ne? Weil dann packst du deinen Azure-Account auf, ja, kannst irgendwie die Sachen quasi Plug-and-Play anschließen und es funktioniert, ne? Aber es ist halt nicht die IT des Bundes. Genau, das ist dann irgendwie der Spagat an der Stelle. Herr Klessmann, wie würde sich denn eine gemeinsame Infrastruktur erreichen lassen, die die Arbeit der Datenlabore unterstützen könnte? Eine große Frage und ich stecke auch nicht in den Datenlaboren, erzähle also auch jetzt schlau etwas von der Seite, aber würde mich interessieren vielleicht, wie das aufgenommen wird. Soweit ich es sehe, müsste ja langfristig das Ziel sein, zu gucken, eine Dateninfrastruktur für die Bundesverwaltung hinzubekommen, die es den dezentralen, vielen dezentralen Nutzenden in den Ressorts erlaubt, stärker selbstständig Datenprodukte zu erstellen, weil ich finde, die Datenlabore sind ein sehr guter Schritt. Die müssen aber, glaube ich, langfristig von dieser zentralen Funktion so ein bisschen beiseite treten. Das ist dann so technisch-organisatorische Zielstellung, dass sie eher Datennutzende oder die Nutzenden in den Ressorts begleiten und nicht im Auftrag quasi, so verstehe ich das, läuft es aktuell vielfach, dass im Auftrag quasi Datenprodukte erstellt werden und das skaliert natürlich nur begrenzt. So, und dafür braucht man, um dahin zu kommen, neben dem Kompetenzaufbau, was ja viele Datenlabore auch schon intensiv betreiben, eine technische Lösung, so eine Art Werkzeugkasten, der es erlaubt halt, die Nutzenden mit Werkzeugen zu unterstützen, dass sie mit wenig oder gar keiner Programmiererfahrung, Datenprodukte wie interaktive Visualisierungen, Prognosemodelle oder Reports zu erstellen und werden dabei begleitet von Datenexpertinnen und Experten aus den Datenlaboren. So könnte ich mir das vorstellen. Und das technische
muss man eben gleichzeitig mit einer Governance begleiten, wo ich dann diesen ja so ein bisschen Do-it-yourself-Ansatz auch unterstützen kann aus dem Datenlabor, aber auch mit dem Kompetenzaufbau und weiteren Rollen zum systematischeren Umgang mit den Daten in den Häusern. Herr Blaketta, gehen die derzeitigen Überlegungen in eine ähnliche Richtung? Oder wäre das das, was Sie sich wünschen würden? So gefragt. Also da waren ja jetzt viele Aspekte drin. Ich greife mal zwei auf. Also den hinsichtlich einer Infrastruktur. Wir sind im Moment dabei, für uns gemeinschaftlich festzulegen, in einem sehr schlanken Prozess, die wir hier immer verfolgen, was wären denn so unsere Anforderungen an so eine Data Science Workbench? Wie müsste die aussehen? Und wir werden das dann mit existierenden Lösungen Alternativen in konzeptioneller Phase irgendwie abgleichen und dann versuchen, möglichst schnell das voranzutreiben. Wir haben da viel Unterstützung. Auch der Chef unseres Hauses ist sehr interessiert daran, an das Fortkommen der Datenlabore ist da wirklich also extrem interessiert und extrem nah dran und will, dass das funktioniert. Mit dieser Unterstützung bin ich mir sicher, dass wir das Problem lösen werden in diesem Jahr oder auch angehen werden, um dann so eine gemeinsame Workbench am Ende auch zu haben. Der zweite Punkt, den ich aufgreifen würde von Herrn Klessmann, den ich super spannend finde, weil der uns wirklich nochmal anders trifft regelmäßig, ist so die Datenkompetenz und Kultur in den Häusern. Also das ist echt ein total valider Punkt, weil wir hatten vorhin dieses Kinderbild gesehen, von Dali generiert und dass wir so manchmal gesehen worden sind, so als der Sandkasten, wo keiner so richtig weiß, was man damit tut. Das war bei uns Gott sei Dank in der Anfangsphase ein bisschen anders, aber trotzdem ist es so, dass, glaube ich, auch viele Leute hier bei uns im Haus und auch in anderen Häusern gar nicht so richtig wüssten, was eigentlich dieses Datenlabor tut und einem bringt, ne? Also viele bringen das dann immer so auf den Punkt, der Kernprozess der Verwaltung, also auch hier ist ja zum Beispiel die Vorlage im Kanzleramt, ja, um die Leitung über bestimmte Dinge zu informieren und berichten zu können. Ne? Und dementsprechend ist die Kernfrage natürlich auch, wie kann das Datenlabor dabei helfen, dass die Vorlage am Ende besser wird, ja. Und ich glaube, es geht natürlich auch darum zu zeigen, wie Kernprozesse besser werden können. Aber vieles davon kann man ja auch nicht so eindeutig messen, ne? Also ist die Vorlage jetzt schneller mit Evidenz und Daten sozusagen unterlegt erstellt worden oder ist sie besser, qualitativer geworden, ne? Man hat da ja auch immer so ein Problembeziehung zwischen Dringlichkeit und Reliabilität, also Relevanz und Reliabilität hinsichtlich solcher Vorlagen, ja, wenn jemand unterrichtet werden muss hier in der Leitung. Und da ist es natürlich ein total wichtiger Faktor, ja. Und ich glaube, das ist ja auch hier in den Zwischenthesen der Studie deutlich geworden, das ist auch was, wo wir uns in der Zukunft stärker nochmal widmen müssen, wie wir das messen können. Aber eben dafür brauchen wir ein Kompetenz und Verständnis eigentlich aller Mitarbeitenden, was Daten und Datenlabor eigentlich tun können für ihre Arbeit. Und da sind wir ehrlicherweise, das muss man ganz nüchtern eingestehen, weil das auch, glaube ich, ein sehr langer Prozess ist. Das löst man ja jetzt nicht mit, also ich meine, wir sind so rund 10 People, teilweise auch wesentlich weniger in jedem Ressort. Und einige Ressorts haben mehrere tausend Mitarbeiter oder im Geschäftsbereich sogar Zehntausende. Das werden die 10 Leute jetzt nicht innerhalb von wenigen Monaten irgendwie ändern können, ja. Aber ich glaube, sie können Anstöße dafür liefern. Und darum geht es ja auch so ein bisschen jetzt am Anfang. Und das dann nachhaltiger auszugestalten und voranzutreiben, ist hoffentlich dann eine Aufgabe der mittel- und langfristigen Zukunft von uns. Ja, auf den Punkt, wie kann man denn die Wirkung messen oder erfassen, würde ich später nochmal zurückkommen. Aber Sie hatten ja auch angesprochen, genau, also wissen die Verwaltungsmitarbeitenden überhaupt, was das Datenlabor ist und was es für sie vielleicht auch leisten kann? Und wir hatten ja auch anfangs in der Menti-Umfrage gesehen, oh je, jetzt ist Maria Litter gerade raus, gerade wollte ich eine Frage stellen, in der Menti-Umfrage gesehen, dass das Wissen über die Datenlabore sehr unterschiedlich ist. Manche fühlen sich sehr gut informiert, ganzer Teil sagt aber auch eher kaum. Und meine Frage wäre dann, welche Rolle spielt denn die Außenwirkung und die Vernetzung innerhalb, aber auch außerhalb der öffentlichen Verwaltung für die Zukunft der Datenlabore? Das würde ich gerne Sie fragen, Frau Litter. Ich hoffe, Sie haben die Frage mitbekommen.
Ich glaube schon, ja. War kurz die Verbindung weg. Ja, also ich glaube, das ist total wichtig. Ich verstehe natürlich, wenn Dinge neu entstehen, dass man erstmal ausprobieren will und nicht gleich mit begleitender Öffentlichkeitsarbeit so ein Vorhaben untermauern will oder kann. Vielleicht fehlen auch die Ressourcen. Ich würde aber schon den Punkt machen, das ist ja einfach ein Thema und eine Methode, Labor, also wie vorhin wurde erwähnt, ist ganz revolutionär für Ressorts, das in allen Bundesministerien einzusetzen. Also da wird auf allen föderalen Ebenen sehr stark drauf geschaut. Ne? Also da suchen überall Institutionen, Menschen, Organisationen nach guten Ansatzpunkten, wie wir im Datenmanagement besser werden können. Ja? Mit Strohhalmen, also was sind die Dinge, die wir brauchen, wo müssen wir verändern, was sind die Gelingensbedingungen? Und Datenlabore spielen da natürlich eine Rolle und da gibt es einen riesen Informationsbedarf, auch zu sagen, ja, was passiert da, was klappt da, was klappt da auch nicht, was machen die da eigentlich? Können wir das auch machen als Kommune, als Land, als nachgeordnete Behörde, als Organisation der Zivilgesellschaft, als Stiftung, was auch immer? Und da mehr zu erfahren, wie läuft denn das, was braucht es da, das wäre sehr, sehr sinnvoll gewesen. Also ich würde das so ein bisschen Vorbildfunktion auch nennen, ja, also das Trial and Error, was hier sehr gut scheinbar zu funktionieren also passiert im Alltag, davon auch andere Institutionen teilhaben zu lassen, ja, die davon auch lernen wollen und müssen und nicht nur die Erfolge dann später sehen können. Und das wäre total wichtig, um sich auch besser zu vernetzen. Also das würde uns auch helfen natürlich. Ja, es gibt eine riesen Community von Menschen außerhalb, die sich mit Daten seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten befassen, gerade im Bereich von Prototypenentwicklung extrem viel Wissen haben, wissen, was skaliert, was es schon irgendwo gibt auf der Welt, in Deutschland oder in einer Kommune, sodass man das natürlich auch viel besser nutzen könnte, ne? Und das Rad nicht neu erfindet und dann ein Dashboard baut mit Daten, die gibt es vielleicht schon, das wurde alles schon mal gemacht und dann könnte man dann vielleicht eher ein bewährtes Produkt nutzen und gucken, wie man es dann auf den behördlichen Alltag ein bisschen anpassen muss, ja, aber auch das ist, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema für eine Veranstaltung, dieses Bedürfnis von Behörden, sehr, sehr, sehr spezifische Anforderungen an Datenprodukte zu stellen. Ich weiß nicht, das ist, also immer dieses, im letzten Schritt muss alles als PDF im A4-Format ausdruckbar sein und ganz, ganz spezifische Wünsche vom Leitungspersonal inkludieren. Und deshalb müssen alle Sachen immer extra neu erfunden werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich nachhaltig ist und ob das nicht Menschen in die Verzweiflung und treibt und auch Ressourcen verschlingt, die wir anderweitig nutzen könnten. Ja, mit Standardisierung, Dingen, die schon da sind, einfach mal zu sagen, hier decken wir 80% der Sachen ab, die es eigentlich bräuchte für die letzten 20%. Können wir einfach nicht so viel Energie raufgeben. Da sind wir noch nicht. Ja? Also jetzt wird sehr, sehr spezifisch gearbeitet. Und ich glaube, da auch ein breiterer öffentlicher Austausch der Produkte würde vielleicht auch dazu führen, dass diese Skalierung, die dann natürlich auch eine Standardisierung ja bräuchte, besser funktionieren kann. Ja? Und das dann eben auch, wie Mark Wilkinson gesagt hat, die haben ja auch wahnsinnige Communities. Und nur so kann es funktionieren, ja? Dass man externe Communities mit einbindet und das Wissen von außen einfach auch nutzt und darüber kommuniziert, auch über Fehler, auch über Dinge, die eben unklar sind, die noch nicht gut funktionieren. All das würde sehr, sehr stark dazu beitragen, dass auch mehr Unterstützung für die Arbeit der Datenlabore da ist, ja, dass es breitere öffentliche Unterstützung dafür gibt, was da eigentlich passiert. Weil jetzt ist ja auch unklar, was sind die Ziele? Ja, irgendwas soll besser werden, einfacher werden. Es ist dann schwierig zu sagen, yes, wir brauchen die, wenn man gar nicht so richtig weiß, wohin es gehen soll. Und deshalb wäre das total wichtig. Letzter Punkt, auch wichtig, die Datenlabore zu verorten in dem, was sonst noch so passiert. Ja? Also wenn wir sagen, Datenkompetenzen sind total wichtig, gibt ein riesengroßes Projekt im BMBF,
Datenkompetenzen für die Bundesverwaltung. Also dann gibt es den Digitalservice, es gibt die Open Data Beauftragten, es gibt ja ein Ökosystem. Ich glaube, alle Ökosysteme, die bestehen, sind so ein bisschen inselartig im Moment. Und es würde auch helfen zu sagen, welcher wichtige Baustein sind die Datenlabore? Was spielen sie für eine Rolle in diesem Ökosystem? Und weshalb sind sie so essentiell und müssen weiter ausgebaut werden und sind eben nicht eine Doppelung oder irgendwas aus einer anderen Ressortfarbe, was jetzt noch dazukommt. Ja, das ist von außen im Moment einfach noch nicht einsehbar und verständlich und deshalb schwierig nachzuvollziehen. Ich lade auch gerne alle Datenlabore, Menschen, die hier sind, ein, sich mit der Open Knowledge Foundation auszutauschen, denn da können wir was davon lernen, können wir vernetzen und können auch versuchen, verschiedene Angebote vielleicht besser zu machen. Ja, vielen Dank. Herr Klassmann, Sie wollten direkt darauf reagieren. Ich wollte auch auf den Vortrag von dem Mark Wilkinson eingehen. Ich fand es einen interessanten Ansatz in Schottland, solch ein universitär angebundenes Datenlabor zu haben. Und das könnte ja vielleicht auch eine Lösung sein, wenn man in Deutschland ein Datenlabor findet, was bereits viel Öffentlichkeitsarbeit macht, sich quasi von den Bundesressort-Datenlabors mit dem mal dort anzudocken. Dann tritt man auch in eine Öffentlichkeit, in eine Fachöffentlichkeit, ohne direkt diese Öffentlichkeitsarbeit, von der Frau Litter sprach, selber vielleicht als erstes vornehmen zu müssen. Das wäre vielleicht ein interessantes Modell, so stärker in die Öffentlichkeit zu kommen. Ja, ein weiterer Punkt. Oder wollen Sie direkt reagieren, Herr Blackhütter, sonst? Also ich finde das alles gute Punkte. Ich fasse das bei uns immer zusammen, so ein bisschen in die Phasen hier unseres Datenlabors. Ich meine, unser Datenlabor wurde so richtig erst im Mai letzten Jahres aufgebaut oder so richtig dann gestartet mit den sozusagen spezifischen, dedizierten personellen Ressourcen. Und nüchtern betrachtet, sage ich immer, letztes Jahr war so ein bisschen Proof of Value, ja, also Darstellung auch des Wertes, auch eines nachhaltigen Wertes durchaus. Das war uns immer wichtig, dass jetzt nicht irgendwie hier Dinge entstehen, die irgendwie keine Nachfrage haben, sondern alle unsere Produkte haben irgendwie jemanden, der danach gefragt hat. Ja. Und dieses Jahr, deswegen finde ich den Punkt von Henriette auch so gut, ja. Dieses Jahr ist das Jahr der Professionalisierung und Skalierung. Ja, hört sich nicht an wie horoskopisch chinesischer Art oder so, aber dieses Jahr steht wirklich an, sich genau mit diesen Themen auch stärker zu beschäftigen. Und gerade wenn wir darüber nachdenken, wie sieht die gemeinsame Infrastruktur aus und eben nicht nur die, sage ich mal, POC-Infrastruktur, vorläufige Infrastruktur, die gegebenenfalls in den Häusern geschaffen worden ist, müssen wir natürlich und wollen wir natürlich auf die Erfahrung anderer zurückgreifen. Ich sehe einen Punkt ein bisschen kritisch und ich glaube, da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Ich will es nur anmerken, aus so einer Innensicht heraus. Wir können nicht zu viel öffentliche Außenkommunikation kapazitativ wahrnehmen im Moment. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Das ist extrem aufwendig, sich dafür sozusagen freizumachen und das alles auch so darzustellen, dass es dann, sage ich mal, auf dem Silbertablett für jeden verarbeitbar ist sofort, ne? Weil wir haben irgendwie wenige Kapazitäten nur, wenn ich mich jetzt noch intensiv um Außenkommunikation kümmern würde, das nimmt einfach viel Zeit in Anspruch dann, ne? Weil das muss auch gut vorbereitet sein, logischerweise. Aber ich glaube, gerade so auf das Know-how anderer zurückzugreifen und das mit denen zu diskutieren, das nehmen wir sehr gerne wahr. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, auf die Open Knowledge Foundation und die anderen Stakeholder, die da so sind, zuzugehen, weil ich glaube, das sind die Austausche, an denen am Ende beide Seiten gewinnen werden. Wir haben zum Beispiel jetzt auch mit den Datenjournalisten der großen Zeitschriften hier, Zeitungen hier in Berlin, mit denen gehen wir jetzt auch in den Austausch, ja. Weil im Endeffekt machen die ja auch nichts anderes als wir, jetzt überspitzt gesagt, die machen es natürlich für ihre LeserInnen und nicht für politische EntscheidungsträgerInnen, ja, aber
Im Endeffekt ist das die gleiche Beleuchtung von ähnlichen Problemen oder sogar den gleichen, nur mit einem anderen, mit anderen Target Audience, ja. Und es ist total spannend, mit denen in den Austausch zu kommen, weil die stehen teilweise vor den gleichen Problemen, teilweise vor den gleichen Fragen. Und unsere Idee ist mittlerweile sogar, wenn es um offene Daten geht, warum teilen wir das nicht irgendwie in Open Code oder ähnlichen Bereichen? Ja, das sind wir jetzt auch am Vorbereiten und können diese Anwendungen dann gegebenenfalls sogar austauschen. Ja. Das klingt sehr spannend. Auf die Rolle von Open und Closed Data würde ich gerne auch noch zu sprechen kommen in dem Vortrag von Herrn Nickels. Das ist ja auch schon angeklungen. Was machen wir mit Daten, die Verschlusssachen sind und so weiter. Aber auf einen Punkt von Henriette Litter nochmal zurückkommt, dass die Ziele der Datenlabore nicht so ganz klar sind für Außenstehende. Das ist natürlich festgeschrieben, der Datenstrategie, Evidenzbasierung, Datenkompetenzaufbau. Aber Herr Blaketta, in Ihren Augen, was ist denn der konkrete Beitrag der Datenlabore zu datengestützter Politikgestaltung, zu einer stärkeren Evidenzbasierung? Oder was könnte er sein? Naja, also bei uns ist es ganz konkret, also es drückt sich im Endeffekt aus in unseren Aufträgen und der Erfüllung dieser Aufträge. Und das gliedert sich bei uns grob gesagt in zwei Bereiche, wenn es jetzt um Data Science und künstliche Intelligenz geht, die ja quasi, sag ich mal, die Hard Work sind rund um dieses Thema oder diese Themenstellung. Dann sind das einerseits Ad-Hoc-Anfragen, wie wir sie nennen. Das heißt, die Leitung meistens stellt sehr kurzfristige Fragen auf, Forschungsfragen etc., also forschungsähnliche Fragen. Und wir versuchen, diese mit Daten zu validieren oder falsifizieren. Meistens sind es ja Hypothesen, die irgendwie aufgestellt werden. Um mal eine beispielhafte Frage hier jetzt rauszukehren, ja, wie schnell geht der Ausbau der erneuerbaren Energien voran? Wie kann man das darstellen? Der Kanzler betrachtet das ja zum Beispiel in Fußballfeldern und bildet das ja auch immer so sehr anschaulich ab, die irgendwie täglich gebaut werden, ja, diese Translation zu erreichen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln und das dann darzustellen, ist natürlich eine Aufgabe, die wir dann machen. Und die zweite Gruppe unserer Arbeit ist dann eben, gerade bei wiederkehrenden Fragestellungen, zu der diese übrigens gehört, das dann eben gegebenenfalls auch in Produkte zu übersetzen, die dann jeder wirklich abrufen kann. Also bei uns ist es so, wir haben mittlerweile in unserem Intranet eine ganze große Anzahl an Produkten. Es sind im Moment 10 Produkte, auf die kann jede Mitarbeiterin des Bundeskanzleramtes zugreifen, jederzeit. Und kann sich quasi wiederkehrend informieren, meistens auch täglich oder monatlich geupdatet von der Datengrundlage her zu den jeweiligen Themenstellungen. Und das wird sehr gut angenommen. Wir merken, dass das eine gute Nachfrage kreiert und dass es eben auch Arbeitsprozesse vereinfacht. Also das triviale Beispiel dieser Datenprodukte, also trivial nicht, weil es super einfach ist, sind Ländersteckbriefe, ja, also Reisevorbereitungen für den Kanzler und die weitere Leitung des Hauses. Das wurde bisher manuell erstellt, ja, und zusammengefasst. Klar gab es dafür Templates und bestimmte Darstellungsformen und bestimmte Zahlen, die man immer haben wollte. Aber da es eben keine technische Lösung bisher gab und nicht die Expertise, das so zusammenzubauen, wie wir das jetzt getan haben, geschieht das dann manuell, ja. Und das haben wir jetzt automatisiert. Das heißt, man kann jetzt Land anklicken und ja, Henriette, du hast total recht, ja, am Ende kann man das ins PDF umwandeln und ausdrucken, ja, damit das als Anlage in die Mappe reingeht, ja, ich sag mal, da gebe ich dir total recht, ja, aber das Format lässt sich nochmal vortrefflich streiten, das ist aber so dieser Schritt 2, ne? Wenn du es irgendwann geschafft hättest, die Datenkompetenz und Kultur aller zu verändern und auch den Umgang mit Digitalität, ja, dann ist vielleicht auch der A4-Ausdruck und die PDF-Portierungsfunktion nicht mehr notwendig. Ja. Ja, vielen Dank. Ich habe noch viele Fragen. Allerdings, wenn ich auf die Zeit schaue, dann würde ich um ein kurzes Abschlussstatement bitten. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Blaketta. Was wünschen Sie sich denn ganz konkret für die Zukunft der Datenlabore? Vielleicht abseits von Verstetigung. Das haben wir ja in der Menti-Umfrage schon. Das war ja die überwiegende Mehrheit der Antworten. Also ich glaube an die Verstetigung einfach immer. Das ist für mich mein Status quo, ja. Ich gehe einfach davon aus, ja, weil ich glaube, dass wir hier Gutes tun und das Richtige tun. Ich würde mir wünschen, dass
dieser Zusammenarbeitsspirit in den Datenlaboren auch da sein wird, wenn das verstetigt ist. Weil ich glaube, im Moment ist es für ganz viele einfach so eine Journey, ne? Mal in die Bundesverwaltung gehen, für manche auch, ne? Und sich das angucken. Und ich hoffe einfach, dass ganz viele sagen, ich will das weitermachen, ne? Und ich habe da richtig Lust drauf. Und ich kann mir vorstellen, dieser Sache und diesem Thema länger erhalten zu bleiben. Vielen Dank. Herr Klessmann, was wünschen Sie sich für die Zukunft der Datenlabore und der datengestützten Politikgestaltung? Ich würde noch eine weitere systematische Zusammenschluss mit anderen Daten, nenne ich es mal Akteuren in den Ressorts, halte ich für sehr wichtig, um da mehr Schlagkraft und auch Wahrnehmung zu erhalten. Also zum Beispiel Open Data Beauftragte, irgendwie Organisationseinheiten, die für Data Governance oder das KI-Thema zuständig sind. Momentan sind das alles, glaube ich, in den meisten Fällen einzelne Organisationseinheiten oder an verschiedenen Stellen aufgehängt, und das entweder zusammenzubringen oder gut zu vernetzen, um da gemeinsam aufzutreten und das Thema des besseren, systematischeren Umgangs mit den eigenen Daten zu befördern in den Häusern und in der gesamten Bundesverwaltung. Vielen Dank. Frau Litter, gleiche Frage. Ja, ich wünsche mir natürlich mehr Austausch und Lernen, ja, von innen und außen. Passiert ja auch schon teilweise. Ich glaube, was auch wichtig ist, das Thema ist ja so aufgeladen, Daten, und als Ziel, dieser kurze Satz in der Datenstrategie oder Digitalstrategie ist ja immer die evidenzbasierte, datenbasierte Politikgestaltung. Und das ist ein großes Feld und ein hehres Ziel. Und ich glaube, das weckt Erwartungen, die im Moment noch nicht erfüllbar sind. Und hier gilt es, glaube ich, ein bisschen mittelfristig und kurzfristige Ziele abzuleiten, um eben Menschen, die sich dann auch auf diesen Datenweg machen, nicht auf dem Weg zu enttäuschen. Ja? Also den Schritt, dass wir wirklich in Deutschland datenbasierte Politik gestalten, da sind wir lange nicht, aber wir haben mittlerweile bessere automatisierte Prozesse für Länderprofile, für eine Energiedaten und so weiter. Das ist ein erster Schritt, aber es ist, wie gesagt, ein erster Schritt. Und ich glaube, wenn man das besser auch kommunizieren würde, dass das langfristige Ziel sehr ambitioniert irgendwo klar definiert ist, wir aber auf dem Weg bestimmte Sachen, Infrastruktur im Hintergrund aufbauen, erste Use Cases, die irgendwo skalierbar sind, so definiert, dann ist das gangbarer und auch replizierbarer für andere, die das auch machen wollen. Ja? Und das dann gut zu kommunizieren, zu sagen, der Anfang ist klein, aber das Ziel am Ende, das ist wirklich das interministerielle, datenbasierte in den Prozessen und Strukturen zu verankern. Ja. Und das nochmal klarer zu machen, wäre, glaube ich, wichtig, um auch Lust drauf zu machen, anzufangen.